die physikalische Medizin an sich ist die Anwendung von physikalischen Reizen, Wärme, Kälte, elektrische Reize, Bäderreize, Klimareize, Lichtreize, mechanische Reize wie Training, Physiotherapie, Ergotherapie, Massagen, Stoßwelle, Ultraschall und zu Heilzwecken. Das heißt, hier werden genau diese Reize eingesetzt, um Patientinnen und Patienten schmerzfrei zu machen, beweglicher zu machen, in Bewegung zu bringen, mobil zu machen. Das Ziel ist für uns der entscheidende Punkt in der Rehabilitation. Ganz einfach deshalb, weil das Ziel muss für den Patienten passen. Es gibt kein allgemein gültiges Ziel in unserer Medizin, wo wir sagen, alle müssen das Gleiche können. Sie brauchen auch nicht das Gleiche können. Manche müssen einkaufen gehen und sich versorgen. Manche müssen sich in der Küche versorgen können, andere brauchen das nicht. Manche müssen Stiegen steigen, andere nicht. Also wir müssen das sehr individuell durchführen und mit dem Patienten klären, dann haben wir auch eine sehr hohe Erfolgsquote. Es hat sich in den letzten Jahren ein sehr guter Kontakt zwischen chirurgischen und nicht-chirurgischen Fächern entwickelt in unserer interdisziplinären Zusammenarbeit und es ist häufig so, dass einfach unsere Kolleginnen und Kollegen uns Patienten, schwierige Patienten schicken, wo sie sagen, bitte schaut euch das an, kann man die noch konservativ behandeln, können wir vielleicht eine Operation vermeiden und hier können wir auch einen sehr guten Beitrag leisten, dass viele Operationen nicht notwendig sind, weil wir entsprechende physikalische, rehabilitative Maßnahmen einsetzen und die Patienten entsprechend behandeln. Die ergab, dass nach 10 Sitzungen einer physikalischen Kombinationsbehandlung, das heißt Massage, Packung, Ultraschall, Elektrotherapie, Bewegungstherapie, wenn nötig, die Schmerzen um 41% geringer wurden, dass die Beweglichkeit um 34% sich verbessert hat und dass das Wohlbefinden sich um 27% verbessert hat. Und jetzt der nächste Satz ist das Entscheidende. 61% der Patientinnen, die diese 10 Behandlungssitzungen hatten, haben keine Medikamente mehr benötigt. Ein Problem, was hier auch erwähnt ist, ist natürlich, dass oft die vorhandenen Kapazitäten österreichweit dann oft nicht dazu ausreichen, weil das sind schon bei diesen Dingen personalintensive Therapien, das wirklich allen Patienten anbieten zu können. Also hier das flächendeckende Angebot zu vermehren, würde wahrscheinlich unter dem Strich dem Gesundheitssystem viel Geld sparen. Eine Berechnung, die wir unter fachlicher Begleitung der Gesundheit Österreich GmbH durchgeführt haben, ergab, dass ungefähr 500 Millionen Euro pro Jahr alleine beim Krankenstand eingespart werden können durch die physikalische Kombinationsbehandlung. Das beruht einerseits auf einer Studie aus Norwegen, die sagt, dass der Krankenstand ca. 23% kürzer dauert, wenn eine physikalische Kombinationsbehandlung gemacht wird. Andererseits aus den Zahlen des Hauptverbandes Sozialversicherungsträger über die Krankenstandstage im Bereich muskuloskeletale Erkrankungen und zum anderen auf Daten der Statistik Austria über die Kosten eines Krankenstandstages.